Ich wurde gerade angesprochen von Gottfried, dass ich die Antenne im Nordosten wieder aufgerichtet habe, während ich auf der Suche nach dem Krallenlager war. Dem ist so. Bei Kalan, warum bist du nicht schon vorher zu mir gekommen? Dir haben wir es zu verdanken, dass wir nicht mehr abgeschnitten von der Heimat sind. Und deine außerordentlichen Fähigkeiten sind erneut gefragt. Immerhin genießt du den Ruf, selbst in stark umkämpften Gebieten am Leben zu bleiben. Wenn du also etwas von deiner Zeit entbehren kannst, hätte ich eine Aufgabe für dich. Ich habe gerade Zeit. Erzähl mir von deiner Aufgabe. Nichts lieber als das, denn wenn es läuft, wie ich mir das vorstelle, wird die Kuppelstadt bald den Machtanspruch der Kleriker über diese Gegend festigen. Um in nächster Zeit hier ein Heer von Kampfmaschinen begrüßen zu dürfen, braucht der Hort Elex. Wir haben genug davon, uns fehlt nur jemand, der es ihnen bringt. Und da kommst du ins Spiel, denn du hast bereits deine Treue und Zielstrebigkeit für unsere Sache unter Beweis gestellt. Gib mir das Elex. Ich bringe es zum Hort. Nein, nein. Unsere Brüder haben schon auf der Hälfte des Weges Stellung bezogen. Du kannst deine Beine also schonen. Nimm diese Kiste und triff dich mit unserer Abordnung aus Ignadon. Such ihre Stellung in der Nähe einer zerstörten Brücke im Nordosten auf. Und nur, dass du es weißt, die Kiste ist gesichert. Nicht, dass ich dir nicht vertrauen würde, aber bei der Fracht muss man die nötigen Vorkehrungen treffen. Die Zahl unserer Feinde ist größer als die unserer Verbündeten. Eine Kiste Elex? Das reicht doch niemals aus. Natürlich nicht, aber es reicht, um mit der Produktion der Kampfmaschinen zu beginnen. Unsere Brüder weigern sich nämlich, ihre eigenen Reserven anzuzapfen. Dabei sollten sie sich solidarischer mit uns zeigen, denn neben den Alps schlagen wir uns auch noch mit den anderen Gruppierungen herum. Okay. Ich habe einen Eingang gefunden, aber den habe ich nicht benutzen können, aus irgendwelchen Gründen. Der war einfach nicht aufzumachen. Hast du noch was Nur zu sagen? Noch eine. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas noch nicht machen kann hier einfach. Oder ob es noch einen Geheimweg gibt, den ich damals gefunden habe. Oh, sorry. Sieh zu, dass du verschwindest. Sorry. Wo kommt Gottfried dann her? Ja, ich habe eine Bodenklappe gefunden. Aber anscheinend haben sie mich da nicht durchgelassen. Hallo? Hallo? Oh, okay, er geht schon mal fett rum. Da irgendwo war die Bodenklappe. Ich habe auch keinen Prompt gefunden, da eine Kralle reinzusetzen. Hier ist die Bodenklappe. Hier, hier. Nichts gefunden. Ja. Keine Ahnung. Ich bin nochmal aus der Stadt raus und hopf von der anderen Seite runter, bevor ich diese Mission mache. Mission hier. Hier. Oder dieser Turm hier drüben. Den können wir uns auch noch anschauen. Ich weiß, dass ich irgendwo runtergedroppt bin und dann hier hineingekommen bin. Ich schätze, hier passen wir besser auf. Oh. Ja, sonst werden wir rausteleportiert. Was war das Krasses? Nehmen wir den Vordereingang. Darf ich nicht benutzen. Rapunzel. Los der Rohr runter. Lagerfeuertruhe. Amulett des Diebes. Die Fährte wird wärmer. Eieiei. Jedes Mal, weil ich X drücke. Kreis meine ich. Ich meine Viereck. Auf meinen PS4-Controller. Dann braucht's schon. Oh boy. Showdown time. Oh damn, er hat einen fetten Hit bekommen.
Fetter Drawer. Wirklich Hund. Ah! Ah, komm schon. Verdammt. Weißt du, dass es so einen Geheimausgang irgendwo gibt? Ja. Ah, das hat mir meine ganze Ausdauer gekostet. Okay, hör mit dem Trockenfleisch jetzt. Hm, oh, Konservendosen. Hm. Das ist ein Quick Save. Ah. Ich weiß, ich habe es letztens, wie ich das Spiel gespielt habe, gefunden. Unabsichtlich. Es kann nicht sein, dass ich diesmal nicht finde den Weg. Ein kleiner Kritter. Mal looten. Und hier bin ich normal falsch. Ein Kralleneingang für mich, wie es ausschaut. Den Teleporter haben wir schon. War ich hier oben? Nein, war ich nicht. Die Hoffnung lebt wieder. Kleine Truhe hier oben. Heite. Meine Gasmaske. Kann ich mir gleich eine Sonnenbrille auch raufhauen? Wenn ich schon so nutzlos bin. Nutzlos! Yeah! Yeah! Was ist noch was hier? Ein Campingstuhl. Der wird ignoriert. Bär. Krass, wenn hier eine legendäre Waffe wäre. Kämpft sich mit Bär. Ich bin da schon dreimal vorbeigelaufen, mindestens. Zwei Gräber. Arkas. Und Rass. Sind sogar Namen. Aber meine Höhle finde ich wieder nicht. Muss der Eingang drüben sein. Ich muss mich einfach eine Kralle reinsetzen. Irgendwo. Oder droppen. Einfach die Kralle am Boden droppen. Hey! Zwei Fliegen mit einer Klappe. Separatisten haben wir auch noch hier zum Reden. Ja, das machen wir doch gleich. Wenn es vom Timing her ausgeht, hole ich mir auch gleich was zu trinken. Hey Jungs, das sind Gegner vor eurer Tür. Warte, ich lock sie her. Hey Jungs, schau. Ich hab euch was zum Spielen hergebracht. Ray? Ray, lasst die Wachen erledigen. Ja. Wo das setzt sich aus. Oder scherzt gerade überhaupt nicht. Ray versucht die Leine zu regeln. Wo habe ich Muni? 20. Fehler. Ich dachte, die Wachen passen auf unseren Rücken auf. Ich schern sie gar nicht. Das ist ja krass. Wir stehen da einfach nur. Und der haut ab. Ah, jetzt interessiert es euch. Und die killen mich fast. Miese Gegend. Ganz miese Gegend. Überhaupt. Schlechte Gastfreundschaft. Ganz schlechte Gastfreundschaft, hey Bro. Ich weiß jetzt, was Saddams Ass im Ärmel ist. Er kann Mutanten kontrollieren. Ich wusste es doch. Kein Elexitor gibt sich einfach kampflos geschlagen. Wie auch immer er das bewerkstelligt, er könnte sich damit zu einem ernstzunehmenden Gegner entwickeln. Pass lieber auf und glaube nicht alles, was er sagt. Ich schätze, wir werden nochmal von ihm hören. Pilger Thorald soll der Schlüssel im Kampf gegen den Hybriden sein. Also noch ein weiterer Spieler im Machtkampf um Xarkor.
Ich glaube kaum, dass ein Berserker auf den Thron im Eispalast scharf ist. Unterschätze die Berserker besser nicht. Ihre Magie ist immer noch ein großes Mysterium. Zu viel Macht in der Hand von wenigen führt zwangsläufig zum Untergang. Du redest vom Hybriden und seinen Elixitoren. Ich sage nur, lass dich nicht blenden von netten Worten des Pilgers. Biete den Menschen Macht und sie werden sie ergreifen. Das war's. Wenn du willst, dass sich etwas bewegt, dann beweg dich. Du... Ja, ja. Sie... Ossi! Ach, da, Leute, frage ich nicht mal um Hilfe. Auf keinen Fall. Nicht einen kleinen Heiltrank, kleiner Elex-Trank. Nee, die kalten wir auf. Hätten beide reingezogen, war wahrscheinlich nicht Not. Mana-Trank auch gleich. Der wird genau für den Geisterwolf reichen. Okay. I know the truth. Like a tunnel version. Chris sagt schon seit einer Stunde hier nichts. Vielleicht hat er sich ausgesprochen. Controller. Er hat in letzter Zeit ziemlich starke Ausfälle. Dann die Dinos Wonderlands wieder gespielt in letzter Zeit. Und verdammt, der ist viel ausgefallen. Eine Brücke. Für den Monstern. Ah, ich sehe mehr Gegner in der Nähe, das macht die Brille. Das ist genau über meiner Webcam jetzt gerade. Also seht ihr davon nichts. Auch viele Gegner waren da gerade. Schwimme. Und rolle. Komm. I know the truth. I got a ton of vision. God damn it. Keine Munition. Ah, was für ein Start. Schon besser. Schon gar besser. Nicht so übel hier, oder? Bis auf die Monster. Hm. Wenn ich die Krallen wirklich nicht finde, ist es wirklich Zeit für nächste Mission. Sollte ich langsam schon stark genug sein. I know the truth. Ich hab mir nur einen Wurm. So ein FIFA-Song. Eigene Kombination. Hey Jungs. Halt! Im Namen Kalans, keinen Schritt weiter. Und hüte dich, deinen Budenzauber einzusetzen. Oder es wird dir schlecht bekommen. Es gibt keinen Grund, misstrauisch zu sein. Und ich sage dir, heutzutage gibt es 1000 Gründe. Aber wenn deine Absichten schlechter Natur wären, läge einer von uns bereits im Staub. Es ist mein erster Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Darum verzeih meine übertriebene Vorsicht. Ich muss mich erst noch daran gewöhnen, dass nicht hinter jedem Baum der Tod auf mich wartet. Doch, das tut er. Das tut er oft. Du kommst viel herum, oder? Gezwungenermaßen. Es mag dich überraschen, aber ich verstehe nicht viel von Technik. Da ich aber einen langen Marsch nicht scheue, bin ich prädestiniert, wenn es darum geht, etwas von A nach B zu transportieren. Meist in Begleitung einer Eskorte. Da uns aber die Männer fehlen, fällt die in letzter Zeit immer geringer aus. Und das hat zur Folge, dass du dich beeilen musst. Andernfalls sitzt dir nicht nur die Zeit, sondern auch noch Schlimmeres im Nacken. Wo bist du denn schon überall gewesen? Hätte ich genügend Zeit und Ruhe, würde ich dir eine detaillierte Karte sämtlicher Gegenden anfertigen. Einmal war ich sogar vor den Toren Goliaths. Aber jetzt, wo sich die Berserker immer mehr abschotten, ist es besser, nicht ihre Nähe zu suchen. Gibt es einen Ort, den ich mir mal ansehen sollte? Nun, aus dem Stegreif sind natürlich alle Orte, die ich gesehen habe, mehr oder weniger interessant. Aber ich erinnere mich an eine Ruine, die ich im Nordwesten von Abessa mal entdeckt habe. Ganz in der Nähe der Klippe. Ich konnte mich dort nicht genauer umsehen, aber vielleicht findest du ja eine passende Gelegenheit. Meist fehlt mir die Zeit für derartige Aktionen, wie jetzt auch.
Wenn du mich also entschuldigen würdest... Lass dich nicht weiter aufhalten. Werde ich nicht. Danke für die Unterhaltung. Das hat mir etwas Abwechslung verschafft. Hat das mir auf der Karte markiert? Bist du der Kontaktmann der Kleriker? Vielleicht. Ich nehme an, du wurdest aus der Kuppelstadt geschickt. Ja. Dann hoffe ich, du hast das Elex bei dir. Händige es mir aus. Ich werde das Zeug nach Ignadon schaffen. Hier, diese Kiste ist alles, was man mir mitgegeben hat. Gut. Der Inhalt soll während meiner Reise zum Hort versiegelt bleiben. Was ist mit meiner Belohnung? Belohnung? Wir bekommen das Elex und die Kuppelstadt ihre Kampfmaschinen. Das war die Abmachung. Wenn du also eine Entschädigung erwartest, such deinen Auftraggeber auf. Nun sollte ich mich aber so langsam sputen. Je eher ich zurück bin, umso besser. Kalan segne dich, mein Freund. Möge er ebenso gnädig auf dich hinabblicken wie auf mich. Der Hort bietet... Okay. Eine Klippe nördlich von Ampesa. Oh, ich war doch schon fast überall da. Da war ich schon. Das bin ich auch schon gewesen. Ich war schon überall. Hat er mir das markiert? Kartenstück. Ganz was anderes. Eieiei. Besser. Da. Verdammt, Krallen. Das sind die Monster vor der Tür. Nein. Keine ernstzunehmenden. Vielleicht muss ich mit Leuten zuerst reden, bevor ich zu den Krallen kann. Nein. Du nicht. Vielleicht hier? Oder fliegt mich das auch hinauf? Nee. Nee. Nein. War hier nicht ein Brunnen nach, wo ich hineinhüpfen kann? Sowas in die Richtung. Sowas suche ich. Bin wirklich schon zweimal durch die ganze Stadt gerannt. Das eine Tor war vielversprechend. Aber ich habe es nicht aufmachen können. Letztes Mal in X2 haben sie auch so ein Bodenloch benutzt. Da war ich doch schon. Vielleicht muss ich selber was stellen und dann sprechen sie mich an. Zu einfach. Ich weiß, ich bin einfach reingehupft. Und das hat gereicht damals. Hier ist eine Hütte, wo ich noch nicht war. Nein. Alles falsch. Okay. Warum sehe ich da Feinde auf der Karte? Unter mir wahrscheinlich. Die Brille. Oh, bist du der Auftragsgeber? Ja. Hey. Der Auftrag ist erledigt. Ich habe das Elex überbracht. Gut. Dann heißt es jetzt abwarten, bis unsere mechanischen Wächter ankommen. Ich hoffe, die Frontlinien machen unseren Brüdern keinen Strich durch die Rechnung. Du kannst jedenfalls mit Stolz auf dich hinabblicken. Deine selbstlose Tat spricht für sich. Selbstlos? Ich arbeite nicht umsonst. Meine Mittel sind begrenzt. Nichts kann vergeudet werden. Das Gleiche gilt für meine Geduld. Die hat Grenzen. Schon gut. Ich will deine Leistung ja nicht schmälern. Hier. Ich weiß nicht, was ich bekommen habe. Weiß ich nicht. Verdammt. Verdammt. Oh, vielleicht muss ich in der Nacht vorbeikommen. Das könnte noch Sinn ergeben. Gehen wir eine Runde schlafen. Dann schauen wir, ob wir rein können. Na. Vanira. Ach, Gott, verdammt.
Wie soll das alles bloß enden? Falsche Uhrzeit. Aber das falsche. Ernst gemeint hat? Ist Mitternacht. Mit Sonnenbrille natürlich. Ich bin davon. Nee, Mitternacht. Bist du Nyra? Nein. Ist das eine Mission? Habe ich nie was gesehen. Hey, ist das nicht offen, verdammt. Verdammt. Wo ist meine Karte? Ja, das stört mich. Das stört mich unheimlich. Irgendwann Heber. Ray, hast du eine Idee? Irgendwo ein Heber versteckt. Denn? Verdammt. Womit denn? Mir fehlt ein Schlüssel. Mir fehlt ein Schlüssel. Oh. Verdammt. Das gibt's ja nicht. Serkerin, der Serker. Rorik, der hatte nichts zu sagen. Kaleb. Das war aber nichts. Ich hecke da einfach mal die Truhe neben denen an. Ich finde mir einen Schlüssel hier. Nein. Kaleb, hast du mir was zu sagen? Da steckt schon wieder wer. Die mögen mich alle, ja. Du? Sehr krass. Lauf da oben. Oh, boi. Ich brauche einen Schlüssel. Hier, noch ein kleines Geschenk für dich. Was soll ich damit? Die Antwort liegt im Untergrund. Wenn du dich auf die Suche begibst, wirst du früher oder später... Dieses Geschenk ist eine Prüfung. Bestehst du sie? Warum machst du so ein Geheimnis daraus? Du wirst es verstehen, wenn du am Ziel bist. Gut, endlich. Na endlich, was haben wir hier? Nein, die Sachen muss ich mir aufbehalten. Für nächstes Mission, für nächstes Mission. Na endlich können wir sie. Du kannst aufhören zu schleichen. Bist du denn? Ich hab Kniebeugen gemacht. Fresse, Alter. Weißt du gar nicht, wie Kniebeugen ausschauen. Ah. Ja, kommt trotzdem vor, ich habe das letztens irgendwie anders gefunden. Er passt. Bist du bereit, Ray? Für Besuche? Schlechte Beleuchtung hier drinnen. Ratte. Vielleicht gibt es noch einen anderen Ratte. Ach, ob ich die schießen kann, wenn ich sie mit dem Feuerball anschieße. Zweite Ratte.
Hier ist dunkel. Was war das? Campingstuhl. Na, Gott sei Dank. Wo ist die Ratte? Ich kann sie nicht sehen. Das Biest kaufe ich mir. Okay. Hier, wo führt mich das hin? Diesen Eingang habe ich gefunden. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber diesen Eingang habe ich gefunden. Ah, die Ratten haben auf jeden Fall schlechte Beleuchtungen. Oh. Krallen, Mann, ich die Krallen. Okay. Verdammt, das ist hier schlecht beleuchtet. Sagen wir doch mal Hallo. Die Kralle soll dein Zeuge sein. Ich habe euren geheimen Eingang gefunden. Ich habe es gesehen. Wo hast du den Schlüssel her? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Dann wüsste ich nicht, was du hier noch willst. Verschwinde. Du bist also derjenige, der Kata geholfen hat. Das spricht für dich. Ich lasse dich durch. Sprich mit Hector. Er wird dir alle deine Fragen beantworten. Hector! Ah, lustig. Risu. Wer bist du? Jasma, die kennen wir doch alle. Lustig, dass ihr hier noch alle lebt. Obwohl ich euch in meinem Let's Play alle gekillt habe. Ah, ein besseres Licht. Ganz wichtig. Ich lege mich mal hin und schlafe eine Runde. Hast du was zu verkaufen? Du bist dann wohl der Händler hier. Oh, was hat mich verraten? Halt, warte, verrate es mir nicht. Es war der Fakt, dass ich dich gefragt habe, ob du etwas verkaufen willst, oder? Also ja. Ich bin dann wohl der Händler hier. Wenn du mehr Diebesgut als gefordert hast, dann werde ich es dir abkaufen. Hi, mein Name ist Jasma. Und ja, bevor du irgendetwas sagst, muss ich dir etwas sagen. Ich will nicht wissen, wer du bist. Ich will nicht wissen, wie du heißt. Ich habe kein Interesse daran, wo du herkommst oder was du hier machst. Wenn du dich daran hältst, kommen wir gut miteinander aus. Hey Ray, darf ich dir Ray vorstellen? Das ist Ray. Er ist gerade in die Katzen gehupft. Wenn du nichts von mir wissen willst, dann erzähl mir etwas von dir. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe mich mein Leben lang alleine durchgeschlagen. Ich konnte schon immer gut klauen. Ich musste es zum Überleben lernen. Eines Tages wurde ich selbst ausgeraubt und schwer verwundet zum Sterben zurückgelassen. Ein Outlaw namens Red hat mich damals gefunden. Oh. Er half mir wieder auf die Beine zu kommen. Er sagte mir, er kenne einen Ort, an dem ich sicher sei. Im Gegenzug müsse ich einigen Leuten meine Fähigkeiten beibringen. So bin ich hier gelandet. Zufrieden? Red. Alle Ratten müssen sterben. Kannst du mir dann auch etwas beibringen? Da du an Darius vorbeigekommen bist, kannst du kein schlechter Kerl sein. Mhm. Also bitte, was möchtest du wissen? Wieso willst du nichts von mir wissen? Ich kenne dich nicht und ich will dich auch nicht kennenlernen. Ich habe keine Ahnung, ob ich dich mag oder nicht. Aber die Krallen haben die Angewohnheit zu verschwinden und nie wiederzukommen. Das ist mir einmal zu oft passiert. Oh, hey Bro. Ich wurde zu dir geschickt. Hat Darius dich also durchgelassen? Das heißt wohl, jemand hat sich für dich verbürgt. Ich nehme an, du hast eine Menge Fragen. Ja, warum ist die Beleuchtung so schlecht auf dieser Seite? Ist das besser? Das ist besser. Wer bist du? Mein Name ist Hector. Ich bin so etwas wie der geistige Anführer unseres Netzwerkes. Ich war dabei, als der Aufstand des Dukes gegen den Blutigen in Tavar begann. Damals habe ich beschlossen, dass es so nicht weitergehen kann. Ich bin hier nach Abessa gekommen und habe die Krallen gegründet. Was ist das hier? Das hier ist unsere Zentrale, wenn man das so nennen kann. Da das Netzwerk der Krallen sehr dezentral arbeitet, halten wir es hier auch nicht sonderlich hübsch. Die meiste Zeit ist sowieso kaum jemand hier. Wer genau sind die Krallen?
Wir sind, wie sage ich das am besten, wir verteilen die Werte neu, wenn du verstehst, was ich meine. Ihr seid Diebe. Dieb ist so ein hässliches Wort. Aber ja, ich denke, man könnte uns so nennen. Ein organisiertes Netzwerk fähiger Diebe. Wir kennen keine Ränge. Bei uns sind alle gleich. Es interessiert uns auch nicht, woher du kommst. Wir haben die Streitigkeiten, die die Gemeinschaften draußen führen, längst überwunden, denn wir wissen, dass letzten Endes nur das Elixit unser Überleben in der neuen Welt sichern kann. Okay, Robin Hood. Von was für einem Netzwerk redest du? Wir sind überall. Wir haben diesseits der Berge in jeder größeren Siedlung unsere Männer sitzen. Und je mehr Leute wir für unsere Sache gewinnen, desto schneller wächst unser Netzwerk. Keiner von uns kennt alle aus dem Netzwerk und niemand weiß, wie groß wir inzwischen sind. Wir erkennen uns durch unser Markenzeichen, die Kralle. Wir treffen uns, sagen, was wir zu sagen haben und dann vergessen wir uns wieder ganz schnell. Aber kommen wir zum eigentlichen Grund deines Besuches. Jetzt, da du weißt, wer wir sind, möchtest du ein Teil unseres Netzwerkes werden? Ich sollte euch Diebespack sofort bei den Klerikern verpfeifen. Dann hat dein Fürsprecher sich wohl in dir getäuscht. Das kommt nicht häufig vor, aber es passiert. In dem Fall gibt es nur noch eine Sache, die wir tun können. Bring it, Ding Dong. Jetzt wird abgerechnet. Dich hole ich mir. Ja, okay. Du hast eine fette Giftwaffe. Gute Arbeit, Ray. Ah, verdammt, schon wieder. Schauder leben bei uns nicht lange. Komm her! Der hat sich selber angeschossen. Nein! Nein! Ach. Es ist schon wieder passiert. Ray, es ist schon wieder passiert. Ray, verdammt. Oh. Gar nichts gemacht. Echt jetzt? Echt jetzt? Ah, schau, das interessiert doch jemanden. Ah, meine stärkste Attacke glitscht zwischendurch. Gerade nicht ausgegangen. Warte! Okay. Dann machen wir es halt auf diese Tour. Ah. Verdammt, Alex. Multitalents, das bin ich dich, oder? Meins. Gute Loot für mich. Ich bin kein Dieb, ich bin einfach ein Mörder und ein Plünderer. Das ist doch viel besser, oder? Darius Truhe, sanftes Klopapier hat er. Was für ein Händler. Ohne Schlüssel wird das nichts. Reds Truhe. Ohne Schlüssel wird das nichts. Wo ist Reds Schlüssel? Was haben wir hier? Macht des Regenten, 45. Okay, das ist stärker. So dumm. Okay, behalten wir sie uns. Ohne Schlüssel wird das nichts. Wird die Truhe? Auftragstruhe. Ohne Schlüssel wird. Ohne Schlüssel wird das nichts. Kater töten kann für einen Schlüssel. Gut, Broken. Ja,
eine nette Position, in der er gestorben ist. Mit Ehre und Würde. Okay, ich glaube, der schnellere Weg ist, wenn ich raus teleportiere. Ich habe einfach den Vordereingang reingedroppt damals. Ich will eine Belohnung. Gib mir eine Belohnung her. Gib die Belohnung her. Ich sehne mich sehr nach der Belohnung. Yeah. Die Freestyle-Künste werden mir die Mission gegeben. Erich? Verdammt. Die Kuppel ist ein Gefahr. Erich war es nicht. Gottfried war es auch nicht. Das war Big Boss da drinnen, oder? Ja, ja. Okay. Wo ist Big Boss? Hier ist er. Nur noch eine. Okay. Sieht so aus, als hätten wir die Mission geklitscht. Nett. Ich mach sie nicht nochmal. Nett. Absolut nett. Ja, in der nächsten Folge ist Nastias Mission dran. Wieso?